Spektakulär. Eltern erkunden Autismus. Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede. Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater. Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge. Heute mit Fabian Bianchi, Lehrer und Autist. Hallo nochmal, Fabian. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist etwas sehr Ungewöhnliches. Du bist autistischer Lehrer. Ja. Als wir das im Elternkreis erzählt haben, den Marco und ich auch beide moderieren, so eine Gruppe von Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher und Erwachsener, die sich regelmäßig trifft, war auch mein erster Impuls, wie kann man freiwillig zurückgehen an die Schule? Also dazu muss ich sagen, es war nicht von Anfang an das, was ich machen wollte. Nach der Schule bin ich erst danach gegangen, wo gibt es Einstiegschancen. Habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei einem Versicherungsmakler hier an der Bremer Versicherungsbörse. Ja, guter Betrieb, aber falsche Berufswahl. Dann bin ich an die Uni gegangen, hab's mit Informatik versucht, war eine Katastrophe, bin nicht. Dann habe ich das erste Mal mich für etwas entschieden, wo einfach mein Interesse liegt, habe ich Geschichte und Geografie studiert. Und da hatte ich immer noch nicht die Idee, Lehrer zu werden. Aber ich habe zwei ältere Brüder, die haben beide jeweils einen Sohn. Und das ist einer der Gründe, warum ich auf diese Idee gekommen bin. Denn ich hatte Umgang mit den Kindern, dachte, da kann man was Gutes machen. Und dann gab es am Ende meines Studiums zwei Sachen für mich zur Auswahl. Entweder in die Forschung gehen oder als Lehrer arbeiten. Und ich habe es beides versucht. Als Historiker in der Fachdisziplin Disability History. Ah. Das ist zwar einerseits gerade modern in der Geschichtswissenschaft, aber andererseits sind die Geisteswissenschaften nicht gerade mit guten Budgets für die Anstellung von vielen Doktoranden gesegnet. Hm. Und dann war ich einmal kurz bei einer Haupt- und Realschule, Vertretungslehrer. Und als Zwischenstation hatte ich dann Deutsch als Fremdsprache unterrichtet online. Und dann habe ich es ein zweites Mal als Lehrer versucht und bin dann an einer Schule gelandet, wo ja ich auch willkommen geheißen wurde und wo von Anfang an klar war, ich bin leicht autistisch. Denn das hatte ich auch schon im Vorstellungsgespräch erwähnt, ohne dass ich dazu gedrängt wurde. Mhm. Hattest du dir das vorher vorgenommen, das zu sagen? Ja, ich hatte keine Lust, keine Nerven. Also ich dachte, ich würde keine Nerven dafür haben, mich zu verstecken. Deswegen habe ich einfach gesagt, was Sache ist. Und dort ist das mit Interesse ja entgegengenommen worden, diese Information. Aber es wirkte nicht so, als hätte das einen positiven oder negativen Effekt am Anfang gehabt. Mhm. Hast du das denn vorher durchaus versteckt und vor allen Dingen, was hast du dann vielleicht versteckt? Also man muss dazu sagen, ich habe meine Diagnose erst bekommen, als ich 25 war. Mhm. Und zu der Zeit hatte ich auch, das hatte jetzt nichts mit der Diagnose zu tun, aber mit Depressionen zu tun. War auch in Therapie und ja, ich dachte mir, warum soll ich mir Stress machen? Wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich von Geburt an ein bisschen anders bin, dann ja, können die mich mal ich versuche nicht zu vulgär zu sein, sonst wären mir noch andere Worte eingefallen, aber ich wollte mich nicht verstecken, wollte ein freies Leben führen, wo ich mich entwickeln, entfalten kann. Ja, ich glaube, das ist auch gut und wichtig, in diese Haltung zu kommen, weil das Verstecken ja eben auch, so hatten wir es ja auch in der zweiten Folge mal gehört von Martin Kulliver, ja extrem anstrengend sein kann, wo sich einige ja schon ins Burnout, ne, da hat er es genannt,
maskiert haben. Ne? Dieses Maskieren ist ja dieses Versteckspiel. Mhm. Du warst motiviert, ja. Also du wolltest was beitragen. Ja, denn das hing auch mit meinen Erfahrungen zusammen und der Wut, die ich auf meine Schulzeit hatte, dass sowas langsam aufhören muss. Ich in der 7., 8. Klasse, Pubertät im Höchstmaß, da wird es ja manchmal richtig schlimm. So die Schwächeren, auf denen wird rumgehackt. Mhm. Vor allem Leute, die Ironie, Sarkasmus, Humor wie eine zweite Fremdsprache lernen. Ja. Und ja. Damit Probleme haben, die sind natürlich die perfekten Opfer, vor allem wenn sie sich nicht zur Wehr setzen. Und auf Elternabenden haben meine Eltern dann solche Sprüche zu hören bekommen von erfahrenen Lehrern. Ja, Fabian fügt sich nicht in die Klassengemeinschaft ein und ist damit letztlich selbst schuld. Mhm. Und das ist, ich muss überlegen, ich bin 86 geboren, 97 kam ich auf die Mittelschule, also das war 99 bis 2001. Da, wo ich so Probleme hatte durch das Mobbing gegen mich und wo die Lehrer überhaupt nichts getan haben. Und das ist so eine Situation, wenn immer auf einem rumgehackt wird, dann kann man irgendwann in einen Bereich getrieben werden, wo man nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl hat. Nämlich alles auf sich eingehen lassen, was letztlich zu Depressionen führt. Oder die Wut richtet sich nicht nach innen, sondern nach außen. Mhm. Und dann kann es auch zu extremen Situationen kommen. Und wenn Mobbing-Opfer dann irgendwann so viel Frust anbauen, dass sie in einem gewaltigen Ausmaß zurückschlagen. Bei mir war es jetzt die andere Sache, das in sich hineinfressen. Mhm. Was dann halt jahrelange Depressionen ausgelöst hatte. Die dann, also mit 25 hast du die Autismusdiagnose genau, bekommen und die war ich, Depressionsdiagnose. Wie alt warst du da? Da war ich auch 25, das war quasi zeitgleich. Und da hatte ich bin ich freiwillig in eine Klinik gegangen, auf Anraten eines Neurologen aus Weihe und meiner Eltern, damit ich eine Auszeit habe und behandelt werden kann. Allerdings bin ich da auf Depressionen behandelt worden und dort war das dann auch nicht so, waren Kenntnisse über Autismus unter den Therapeuten auch nicht sehr verbreitet. In der Zeit, wo ich da war, gab es einen Schockmoment für einen anderen aus der Gruppe, da hatte sich der Vater umgebracht. Und weil ich einmal irgendwie versucht hatte, ihn zu trösten und weil ich in der Gruppentherapie gesprochen hatte, meinen sie, Herr Bianchi, Sie können nicht autistisch sein, Sie können ja mit uns kommunizieren. Und solche Sachen. Ja, das sind dann wieder diese alten Gegenklischees, die dann aufgetan werden, wie du bist Autist, das sieht man dir gar nicht an. Ja, man sieht Autismus nicht von außen. Und eben auch dieses, was du sagst, ja, du sprichst doch mit uns. Oder was gibt's noch für Gegenklischees? Du schaust uns ja in die Augen. Die meisten schauen eher auf die Stirn oder anderswohin. Und du lächelst doch. Oder du verstehst Witze, oh, du kannst kein Autist, also all sowas, ne? Und dann wird das gleich so gegenargumentiert. Und interessanterweise, als du vorhin sagtest, das verwächst sich, ne? Dass die Eltern sowas gesagt bekommen bei solchen doch tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, das bekommen manche Eltern tatsächlich heute noch zu hören, weil es immer noch so viel Unkenntnis auch unter den Kinderpsychiatern und Psychologen gibt. Und das ist sehr frappierend, dass so wenig Informationen auch in den Studiengängen nach wie vor verbreitet wird. Ne? Mhm. Ich werde jetzt demnächst wieder in die Uni eingeladen zum Studiengang Master inklusive Pädagogik oder so ähnlich. Und um dort eben über Autismus zu sprechen, weil das eben so wenig Verbreitung hat. So. Also du hast dann in der Klinik noch keine Autismusdiagnose bekommen, oder? Also es fing an, ja, Probleme mit Depression und meine Eltern hatten, meine Mutter war das, glaube ich, die hatte mit einem gemeinsamen Hausarzt drüber gesprochen, sollte, also
wenn ich Manni sage, er ist ein militanter Duzer gewesen, der hat sich allen Menschen nur als Manni vorgestellt. Und Manni hatte ihr gesagt, vielleicht mal zum Neurologen gehen, wenn da auch andere Verhaltensauffälligkeiten sind und Zwänge. Und dann war das ein Neurologe, der hatte gesagt, ja, es sieht für mich aus, Richtung leichte Form von Autismus, aber, und das ist etwas, was ich selten von einem Psychologen oder Neurologen gehört habe, holen Sie sich besser eine zweite Meinung, weil das ein kompliziertes Feld ist. Und das war vor dem Klinikaufenthalt schon? Das war vor dem Klinikaufenthalt. Und da hatte ich dann auch angefangen, Bücherläden nach Büchern zu gucken. Hab dann auch Tony Edward entdeckt. Mhm. Also das hat sehr geholfen, weil wir uns damit nicht auskannten. Gut, dann hat er mich in eine Klinik geschickt. Da wurden dann so Ankreuztests gemacht, wie sehr trifft das, dies und das auf sie zu. Mhm. Und die haben gesagt, ja, wir würden das bestätigen, was der Neurologe aus Weihe gesagt hat. Mhm. Und dann kam das mit den Depressionen. Da bin ich in die gleiche Klinik gekommen, wo sie gesagt haben, hey, Bianchi, Sie sind leicht autistisch. Mhm. Wo auf der Station, die auf Depressionen spezialisiert war, ich diese Sprüche zu hören bekommen habe, wie Sie kommunizieren ja mit uns. Sie weichen nicht jedem Augenkontakt aus. Sie können nicht autistisch sein. Und wie bist du dann da raus? Also hast du dich gewehrt? Oder? Also ich weiß noch, ich habe dann gefordert, dass es in den Abschlussbericht reinkommt, dass ich mit der Negativdiagnose nicht einverstanden bin. Und habe mir dann noch mal eine Diagnose bei einer Bremer Neurologin geholt. Mhm. Wie äußert sich denn dein persönlicher Autismus bei dir? Also erstmal so diese typischen Klischees, wie das Autisten keinen Humor verstehen, Sarkasmus und so weiter. Das ist zum Beispiel so eine Sache, es war als Kind bei mir wirklich extrem. Und ich hatte schon das Beispiel gebracht. Dieser Lernprozess war ähnlich, wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Mhm. So war das für mich. Ich konnte vielleicht etwas zu lernen, an der Mimik von Menschen zu erkennen. Deswegen habe ich später auch so gerne Lie to Me geguckt. Eine amerikanische Krimiserie mit Tim Roth. Wo dann an der Mikromimik so ein bisschen studiert wurde, lügt er jetzt oder lügt er nicht? Ja. Und ja. Also das muss ich wie eine Fremdsprache lernen, dann gewisse neurotische Zwänge, also nichts, was mich in irgendeine Gefahr bringt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Zwänge sieht, wie Sachen in einer Reihenfolge zu essen, mit dem gleichen Fuß bei einer Treppe oben oder unten anzukommen, solche Zwänge, die keinen Sinn ergeben, aber sich irgendwie in mir manifestiert hatten, so in ganz unterschiedlichsten Bereichen. Auch meine Interessen gingen sehr in den Bereich, also so sehr im Bereich Statistik. Ich habe komplette Systeme entwickelt als Kind, wie man Tennis-Fußballturniere mit unterschiedlich starken Mannschaften auswürfeln kann. Ich habe mich mit solchen Sachen beschäftigt, während andere draußen waren und Fußball selbst gespielt haben. Verstehe ich nicht ganz, aber auswürfeln ist ja Zufall. Was hat das jetzt mit Statistik zu tun? Nun ja, ich habe genaue Statistiken darüber geführt. Wie Turniere Kind. Ausgegangen sind? Die Turniere, aber nicht, wie sie in der Realität ausgegangen Ach sind. So. Wie diese Simulation, wo ich Würfelsysteme ausgesucht habe, entwickelt, die immer komplizierter wurden. So dass die Mannschaften unterschiedliche Stärken hatten und ich trotzdem nicht allzu viel würfeln musste. Solche Statistiken, Zahlen hatten mich viel mehr interessiert als das, was die anderen toll fanden. Ja. Und auch das ist ja letztlich etwas, also wenn du dich mit Statistik beschäftigst, etwas, was du eben ja in dem Sinne, auch wenn die Würfel möglicherweise zufällig fallen, aber alles das, was du dann dazu aufschreibst, notierst, sind ja auch objektiv festlegbare Dinge und vorhersehbare Dinge, ne, die auch wiederum Sicherheit geben können. So denke ich immer auch über
spezielle Interessen. Ne? Also alle Spezialinteressen sind ja immer Sicherheitsräume, die sich Menschen im Spektrum, manchmal auch außerhalb des Spektrums, selbst geben, ne? Weil sie sich darin gut auskennen und sagen, jo, hier kann ich was drüber erzählen. Hm. Ja. Und weil ich halt Menschen schwierig verstanden habe, wenn nichts wirklich eindeutig war, da hatte ich irgendwie mehr Bezug zu den Hunden in der, also in der Familie als zu Menschen da draußen. Ja, und dann ja, eine Angst davor, dass sich Strukturen ändern. So, wenn sich Sachen in meiner Kindheit geändert hatten, hatte ich extreme Anpassungsprobleme. Ja. Wie ich glaube, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen war, als ich aufhören sollte, so diese Nuckelflasche zu haben. Und ich war ein Kleinkind. Ich weiß noch, dass ich nicht verstehen konnte, warum. Warum ging nicht mehr das, was vorher in Ordnung war. Und ich weiß noch, das ist richtiger Kampf gewesen. Ich weiß, in einem Fotoalbum irgendwo bei meinen Eltern zu Hause ist ein Foto, wie ich feierlich die Nuckelflasche in diese schwarze Restmülltonne fallen lasse. Haben meine Eltern sogar fotografiert. Diese Schwierigkeit oder diese Flexibilitätsschwierigkeiten mit Veränderungen ist ja eins der zentralen Diagnostikmerkmale, ne, für Menschen im Spektrum. Was du damals natürlich nicht wusstest, aber jetzt, wo du es beschreibst, klingt das ja wie fast aus dem Buch entnommen. Ne? Mhm. Diese Veränderungsschwierigkeiten, dieses spezielle Interesse für Statistiken und ja, und auch diese Vorfälle mit den Schülern, ne, die dich da gemobbt haben. Und was ja, im Bereich der Sensorik, da gibt es halt auch Auffälligkeiten, gewisse Aromen und Geschmäcker, die nämlich viel stärker war. Und deswegen können bei mir viel mehr Sachen wirklich Ekel auslösen. Weil die Intensität so hoch ist, so von ja, in meinem Fall bei fester Nahrung hatte ich das einmal, dass sie nicht in der Lage war, als Erwachsener etwas runterzuschlucken. Das war irgendwas mit grünen Oliven drin. Mhm. Das ist, habe ich irgendwie so intensiv wahrgenommen. Das hat so einen Ekel in mir ausgelöst. Ja, ja. Also eine typische Sache, die die meisten Menschen mögen. Und in mir löst das eine absolute Abscheu aus. Ja, was ja auch ein Merkmal dann von Autismus sein kann, nicht muss. Aber dass dann bestimmte selektive Essgewohnheiten entstehen oder eben Abneigung gegen bestimmte Konsistenzen oder, wie du sagst, Geschmäcker, ne? So. Ja, und an Essgewohnheiten immer noch der Zwang, alles getrennt zu essen, das Leckerste zum Schluss, damit die Aromen länger drin bleiben. Sind daraus Konflikte entstanden, zum Beispiel am Abendbrotstisch mit den Eltern und Geschwistern? Manchmal. Und wie haben deine Eltern dann reagiert? Ja, sie konnten nicht verstehen, dass ich Sachen nicht mochte, die sie mochten. Da sieht man mal wieder, dass das ganze Umfeld wirklich auch mal versuchen muss, die Perspektive zu wechseln. Ne? Das einfach anzunehmen, ne? Das ist ja immer diese Schwierigkeit, also auch gerade aus dieser Unkenntnis, die vielleicht eben deine Eltern ja auch hatten. Woher sollten die wissen, dass du A, ein Kind im Spektrum bist und B, dann eben Menschen im Spektrum eben auch bestimmte Vorlieben und Abneigungen gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln haben. Und das ist ja eben auch sehr unterschiedlich gestreut, weil auch Menschen sind sehr variabel, Eltern meine ich, Eltern sind auch Menschen, klar, dass sie dann entweder eine grundsätzliche Annahmebereitschaft haben, sagen, okay, unser Kind mag das und das nicht, oder sagen, das kann doch nicht sein, das mögen wir doch auch, also musst du es auch mögen. Nee, in der Regel haben sie dann am Ende ja versucht, auf mich anzureden, aber das war es dann auch schon. Ja, also, ja. Wurde nichts mit Gewalt in mich hineingezwungen. Nee, klar, so. Das ist gut. Wenn nicht. Man etwas nicht mag, mag man etwas nicht. So ist es, ja, eben. Ja. Wenn man bedenkt, dass das Wissen über funktionale Formen von Autismus, also Autisten, die nicht auf Pflege angewiesen sind, die in Anführungsstrichen im normalen Leben sind, da wusste man ja gar nichts. Also in den 90ern und in den frühen Nullerjahren, da war gar nichts da. Und wenn man jetzt an
die Schulen denkt. Die erste, wo ich aus gewissen Formalia nicht übernommen werden konnte, obwohl sie es eigentlich wollten, da hatten die schon mal Interesse gezeigt. Und dann in Zeven, da war das so, recht früh im Jahr wurden noch Aufsichtsleute für eine Klassenfahrt gebraucht. Und da war ich mit. Und wegen wurde dann aufgeklärt, ja, Schüler X könnte in gewissen Situationen anders reagieren. Das hat diesen Grund, Asperger-Syndrom. Und dann hatte ich der Kollegin gesagt, dass ich selbst diese Diagnose habe. Dann hatten wir uns darüber unterhalten und sie hatte gesagt, eigentlich nebenbei, dass es schade ist, dass wir da nicht einen wirklichen Ansprechpartner haben. Und dann hatte ich kurz darüber nachgedacht und ein paar Wochen nach der Klassenfahrt eine E-Mail an unseren Schuldirektor geschickt und dass ich mich als Ansprechpartner anbieten würde. Und ich bin da jetzt nicht in, habe da keine offizielle Position oder so, aber in der wöchentlichen Dienstmail ist das dann noch geschrieben worden. Der Kollege Fabian Bianchi ist ab sofort Ansprechpartner für autistische Schüler. In zwei Fällen sind auch schon Kollegen auf mich zugekommen. Ganz unterschiedliche Sachen. Und die haben das als etwas Wertvolles gesehen. Und einerseits sieht man dort, oh, Autismus. Das ist niemand, den wir automatisch aus dem Bewerberkreis rausschmeißen müssen. Und dann sehen wir, wir wissen, wir haben diese autistischen Schüler und wir wollen etwas Gutes für sie tun. Ja. Und das ist eigentlich schon eine extreme Entwicklung, finde ich. Ja, weil es schon viel mehr Offenheit und Interesse dafür gibt, ne? Ja. So wie das jetzt klingt. Ja. Was konntest du konkret tun? Also bisher war es noch nicht viel, aber es ist ein Anspruch genommen worden. Wie lange? Du bist da auch noch nicht so lange, ne? Es ist seit Anfang des Schuljahres. Ja, das ist ja dann noch ganz frisch. Wo hast du denn dann so feine Antennen für, wenn du meinst, dir selber ist ja, du warst ja Mobbing-Opfer, hast du gerade erzählt. Hast du da so Antennen für entwickelt, wenn Kinder in Gefahr geraten, Opfer zu werden von solchen Attacken? Ja, da reagiere ich natürlich entsprechend und wie denn dann? Also was tust du dann? Das ist ja immer die Frage. Ja, man muss einfach dazwischen gehen. Und ich sag mal, der Vorteil an zum Beispiel der Schule in Zeven ist, auch da haben die Klassen, von wenigsten Ausnahmen abgesehen, immer ein Tandem aus zwei Klassenlehrkräften. Das heißt, wenn dann etwas ist, wie zum Beispiel Mobbing in einer Klasse, dann hat man sofort zwei Lehrkräfte, die sich zusammensetzen können und das regeln können. Ja. Da steht man also nicht alleine da. Also du hast ja Fünftklässler bis neunte Klasse, hast du mir erzählt. Genau, ich bin Co-Klassenlehrer in der fünften Klasse, dann siebte Klasse, neuerdings auch achte Klasse, weil ich dort wegen einer langfristigen Erkrankung habe ich dort einen Kurs übernommen und neunte Klasse. Ganz schön unterschiedlich und auch ganz schön herausfordernde Phasen. Also es sind ja so Übergangsphasen. Fünfte Klasse, da kommen sie von der Grundschule in die weiterführende Schule, da passiert viel. Und in der achten oder neunten Klasse, das ist ja dann mitten in der Pubertät. Also ich finde, die achten und neunten Klassen sind eigentlich recht zahm. Da gibt es natürlich immer den einen oder anderen Schüler, wo es schwieriger ist. Die fünften Klassen, die aktuellen fünften Klassen, die waren, glaube ich, auch noch sehr durch Corona beeinträchtigt, waren weniger in der Schule, als sie es hätten sein sollen. Und das hat dann auch einen Einfluss auf die soziale Entwicklung. Und deswegen können die aktuellen fünften Klassen stellenweise anstrengend wirken im Vergleich zu anderen Jahrgängen. Als wir das in unserem Elternkreis erwähnt haben, dass wir einen autistischen Lehrer zu Gast haben, da hat gleich ein Elternteil eine Frage mit reingegeben und die würde ich gerne mal an dich weiterreichen. Und zwar, was kann denn eine Lehrkraft tun, wenn sie vor sich ein autistisches Kind sitzen hat, das aus welchen Gründen auch immer etwas tut, was sie auf keinen Fall dulden kann vor der ganzen Klasse, also zum Beispiel Schimpfwörter benutzt, irgendwie was Beleidigendes oder was Unflätiges oder so, also einfach gegen eine Regel verstößt. Und sie, was soll so eine Lehrkraft dann tun, um das Kind nicht bloßzustellen,
aber auch eben die anderen, dass die anderen Kinder auch was draus lernen. Also hast du solche Situationen schon erlebt? Also so extreme Situationen habe ich selbst nicht erlebt, aber wenn die Lehrerin nicht ihre Autorität vor der Klasse verlieren will, kann sie das nicht zu oft durchgehen lassen und muss auch entsprechend reagieren können. Aber wenn das Kind es auch wirklich verstehen soll, dann würde ich sagen, dass da schon professionelle Hilfe gebraucht wird. Und damit die Motivation vielleicht dahinter verstanden wird, was der Auslöser ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ist es etwas, was zum Beispiel sich langfristig entwickelt hat, oder ist das eher etwas Kurzfristiges? Da würde ich schon empfehlen, mit dem Kind zum Therapeuten zu gehen, aber sicher zu gehen, dass es auch ein Mann, eine Frau ist, dass der Therapeut, die Therapeutin auch wie was von Autismus versteht. Und da gelangen wir dann zum nächsten Problem. Man kann nicht einfach, sagen wir mal so, bei 3 Autismustherapeuten ein paar Termine für die nächste Woche machen und gucken, wer kennt sich am besten aus. Die Wartezeiten sind extrem. Und deswegen ist das leider kein Problem, was wahrscheinlich auf die Schnelle gelöst wird, wenn nicht der motivierende Faktor dahinter vielleicht, wer weiß, welchen Gründen plötzlich verschwindet. Mhm. Vielleicht ist es gerade eine stressige Situation im Freundeskreis, in der Familie, was dafür sorgt, dass das Kind schon, ja, man könnte sagen, geladen und dann sicher zur Schule kommt. Ja, ja, es können ja auch eben reizüberflutende Situationen sein. Mhm. Und klar, und um das die Schwierigkeit mit der Beratungssituation etwas zu entspannen, gibt es zumindest hier in Bremen auch die Möglichkeit, über die regionalen Unterstützungszentren, wie heißt das, Rebutz heißt es hier. Ich glaube, auf dem Land heißt das regionaler Dienst oder mobiler Dienst. Ja, in Niedersachsen heißt das zum Beispiel so. Ja, ja. Weil die haben eben auch Beratungsmöglichkeiten, auch von Leuten, die sich auf Autismus-Spektrum-Störung spezialisiert haben. Also das ist noch eine Möglichkeit, wo es Beratung geben kann. Zudem auch über den Martins-Club gibt es das auch. Klar, und dann über die Autismuszentren, wenn man dann da in der Warteliste weiter vorn ist oder das Kind bereits in therapeutischer Begleitung ist. Ja, und das können, das sehe ich auch so, so vielgestaltige Gründe sein, warum es da zu solchen Verhaltensweisen kommen. Und ich habe gerade noch gedacht, das ist ein Punkt, über den wir noch gar nicht richtig gesprochen haben. Es spielt ja auch eine Rolle, ob die Klasse Bescheid weiß über den Autismus oder nicht. Wie ist denn deine Haltung dazu jetzt als Lehrer? Also findest du ein Outing sinnvoll? Also ein Outing jetzt in dem Sinne, dass die Eltern oder die Lehrkräfte oder das Kind selber die Mitschüler aufklärt darüber, dass er oder sie ein Autist ist? Also ich sehe das abhängig von der einzelnen Klasse. Wenn es dort mehrere Persönlichkeiten gibt, die dazu neigen, auf vermeintlich Schwächeren rumzuhacken, auf jedem, der irgendwie anders ist, da kann das negative Folgen haben. In einer ruhigeren Klasse könnte das natürlich besser sein, aber dabei muss auch bedacht werden, hat das Kind den Drang, sich nicht mehr zu verstecken, oder fühlt es sich gar nicht in Deckung versteckt? Hm. Also das wäre da ein wichtiger Faktor. Also einerseits die Klassensituation und auf der anderen Seite, wie wichtig ist es für das Kind, sich zu outen? Die Motivation des Kindes, ne? Das in höheren Jahrgängen, wenn die Pubertät langsam schwächer wird, da ist das eine leichtere Situation. Aber davor immer auf den Einzelfall achten. Ja, das ist nochmal ein interessanter Aspekt, den du benennst, dass sich das auch von den jeweiligen Schülern im Spektrum abhängig macht, ob die dafür offen sind, ob sie sich offen zeigen möchten. Und dass die Klassendynamik natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist auch wichtig. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich habe das tatsächlich in verschiedenen Klassenstufen schon durchgeführt, in der 3. Klasse, in der 5.,
in der 9.10. Und tatsächlich in der 9.10. sind sie dafür noch zugänglicher, aufnahmefähiger oft als in anderen Jahrgängen. Aber ich habe auch tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, wo man nicht gedacht hätte, dass bestimmte Leute, die zunächst so wirken, als ob sie eigentlich darauf aus sind, immer auf Schwächere einzuwirken und sich dadurch zu überhöhen, dass genau die dann so einen Sinneswandel hatten und gemeint haben, oh, jetzt verstehe ich, warum der Schüler Schutz braucht, und haben sich dann schützend vor den gestellt. Das kann es geben, muss es nicht zwangsläufig, aber du hast, da gebe ich dir komplett recht, diese Klassendynamik sollte schon mit bedacht werden bei solchen Ideen des Outings, ne, der Aufklärung oder Gespräche über Autismus. Und ich kann dir da auch nur beipflichten, bei solchen Situationen, wie eben geschildert, ne, dass dann da ein Kind mutmaßlich aus einer Überlastung dann doch da sich sehr herausfordernd gegenüber den Lehrkräften verhält, das dann auch mit Fachkräften zu besprechen, sei es aus dem Rebuz oder aus dem Therapiezentrum, Beratungszentrum. Ja. Was hast du dir vorgenommen, wenn du jetzt noch am Anfang bist, in den nächsten Jahren zu ändern? Also es würde sich auf jeden Fall anbieten, jetzt vielleicht, es gibt an manchen Schulen immer so Sondertage. Manche Schulen sind zum Beispiel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und so weiter. Und man könnte das an meiner alten Schule war das immer so, wir haben Diskriminierung von Dunkelhäutigen behandelt. Von Juden, manchmal von Moslems, das war's. Ja, ja. Aber so Rassismus zu bekämpfen und Courage mit einzubringen, das dazu gehört auch, sich um Homosexuelle zu kümmern, um Menschen mit unsichtbaren Behinderungen, so nenne ich das manchmal. Und ich glaube, da würde es allen Schulen helfen, wenn sie solche Sondertage auch dafür benutzen, vielleicht Projektarbeiten zu machen, wo Schüler und Schülerinnen sich auch ein bisschen mit Psychologie beschäftigen, mit dem, was bei manchen Menschen vielleicht anders läuft. Ja. Ob es Sachen sind, die angeboren sind, wie Autismus, oder auch genauso gut könnte man in den Bereich Depressionen gehen. Da würden sich nicht nur sowas anbieten. Total, ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Also gerade in dieser Anknüpfung an die schon bekannten Dinge, die du eben erwähnt hast, dann dieses Themenspektrum zu erweitern, um eben diese psychologischen Phänomene so und unsichtbaren Phänomene manchmal. Und vielleicht werden sich da auch Möglichkeiten finden lassen, je nach Lehrplan, je nachdem, wie eng der gestrickt ist, in manchen Fächern wie Geschichte, Politik oder GL, Gesellschaftslehre, auf solche Themen einzugehen, wenn das irgendwie möglich und von der Struktur her einzufügen ist. Toller Gedanke. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich jetzt noch hinterher schiebe, weil ich sie so wichtig fand. Als wir bei der Lehrerin waren, hast du von Autorität gesprochen. Was glaubst du, bringst du denn mit, das aus dir einen guten Lehrer macht? Also, dass du da die Autorität hast, vor einer Klasse zu stehen? Ja, dass ich mir über lange Jahre es angeeignet habe, mich auch mal durchzusetzen. Denn in stressigen Situationen steht man immer vor der Frage, soll ich es mir gemütlich machen, mich zurückziehen und sie machen lassen? Das hat meistens nicht so großen Erfolg. Und da muss man es lernen, sich durchzusetzen. Und das hat am Anfang, als ich mal ganz kurz an einer anderen Schule Vertretungslehrer war, nicht wirklich geklappt. Und das musste ich über die Jahre entwickeln. Und dann muss man gleichzeitig aber auch in der Lage sein, ein Ohr für die Schüler zu haben. Und ich glaube, dass das eine Stärke sein könnte durch die eigentlich schlimmen Erfahrungen aus meiner Schule, dass ich da vielleicht eine etwas größere Antenne habe im Hinblick darauf, ob es einem Schüler, einer Schülerin gerade schlecht geht. Denn es gibt ja nicht nur Probleme in der Schule,
Ja. Manche Kinder und Jugendlichen, ich hatte vorhin schon mal den Ausdruck benutzt, kommen geladen und entsichert zur Schule, weil zu Hause etwas ist. Klar. Und dann kann es an jeder Schule erleben, reicht ein kleines bisschen aus. Eine kleine Provokation und dann hat man eine ausgewachsene Schlägerei. Und das ist nicht mehr in der Grundschule. Wenn es dann zu solchen extremen Situationen kommt, dann hat man auch mal blutende Lippen oder angeknacksten Finger, verstauchtes Handgelenk. Aber wenn ich richtig verstehe, dann speist sich deine Autorität ein Stück weit auch aus deiner Empathie für die Situation der Schüler, die du da antriffst, ne? Wenn sie, wie du sagst, geladen in die Schule kommen, dass du dann dich aus der Erinnerung deiner Situation dich da hineinversetzen kannst und dadurch nochmal anders drauf eingehen. Du hast gesagt, ein Ohr für die Schüler zu haben. Ja. Das kann ja auch eine Art von Autorität sein, oder? So hatte ich dich zumindest verstanden. Ja. 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 Ja, vielen Dank, Fabian. Ja, dass du heute mit uns gesprochen hast. Und ja, ich danke auch. Ich fand das sehr inspirierend, mal wieder. Toll, dass du da warst. Danke. Tschüss. 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 Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus. Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de. Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.